Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play, das Kaninchen, das so von diesem ganzen Naturgedöns überzeugt und begeistert ist, dass es vergessen hatte, dass wir uns die Foundry schon mal angeschaut haben. Ich habe in der Infobox auch letzte Folge darauf hingewiesen und ich weise jetzt auch nochmal an dieser Stelle darauf hin, jetzt mit gesprochenen Worten. Oben rechts könnt ihr jetzt auf das i klicken und dort kommt ihr zu der Foundry, zu dem Video über die Foundry Quest und ja, ich dachte mir, so cool die auch ist, also ich meine, sie ist so nein, auch wenn es jetzt sehr gut passen würde, die jetzt hier anzuschließen, es ist einfach unsinnig, sie nochmal zu spielen. Wir haben sie schon einmal gespielt und sie ist halt echt nicht so gut. Es war meine erste. Ich habe einiges noch an kleinen Fehlern drin, beziehungsweise einfach Dinge, die man deutlich besser machen könnte. Ja. Egal. So, wir wollen heute zur Schattenfeuerhöhle. Denn dort ist ein Magma-Elementar, der bestimmt nicht gut ist. Und die Höhle kommt mir bekannt vor. Brennt mit mir. Die Höhle kommt mir ein bisschen bekannt vor. Eher aber mit Wasser als mit Feuer. Aber vielleicht täuscht mich das. Vielleicht irre ich mich da auch gerade einfach mal. Ich glaube, ich irre mich. Ja, da hinten war noch ein Lager irgendwo. Ja, da, ich täusche mich. So, hier oben. Wer ist hier? Da oben ist eine Kiste. Diese Kiste wollen wir nochmal nehmen. Geht weg, ihr Flammenbogenhorcher. Weg da. Weg da. Weg. Geh. Verstehe. So. In dieser Kiste befindet sich ein Mimiker. Oh, ein Mimiker. Lange nicht mehr gesehen. Haha. Ich sage Licht. Und ich sage Schild. Und jetzt ist es mir egal. Jetzt mache ich den Unsinn da. Das kommt, das fällt nämlich alles zurück auf dich. Ja. Haha, das hast du jetzt davon. Dummer Mimiker. Lange kein Mimiker mehr gesehen. Schön, dass wir wieder eingebaut haben. Schön. Hallo. Wie geht es Ihnen? Kann ich Sie für eine Keule interessieren? Oder Sie, die Herrschaften, schönen guten Tag, kann ich Sie für ein Schwert von oben interessieren? Oh, hey, du Riese. Naja, mach mal den Unsinn da. Ja, mach ruhig. Mach mir ruhig Schaden. Ja, genau, das fällt nämlich alles zurück. Nicht mit dir rechnet. Töten sie sich selbst. War ja bei Diablo, war das ja ganz, ganz schrecklich bei Diablo 1 und 2, wenn Gegner, also in Diablo 2 hieß es Down-Verzauberung. Ich weiß nicht, ob die in Diablo 1 auch so hieß, aber wenn die halt den Schaden zurückwarfen, das war gerade, wenn du als Barbar gespielt hast, in Teil 2 unglaublich ätzend. Da hast du so viel Schaden gemacht, dann hast du dich in auf Nightmare bei zum Beispiel bei Diablo oder sowas denn noch ein Mimiker? Holla, die Waldfee. Selbst getötet. Im Prinzip. Also nicht bei Diablo selbst. Nee, nicht bei. Das war bei Baal? War das bei Diablo? Das war bei Diablo vom seinem Spawn sozusagen. Vom Endkampf gegen Diablo. Da hast du dir immer so viel Schaden selbst erzeugt, dass man sich selbst umgebracht hat. So wie die Gegner hier. Schwert von oben. Weiß gar nicht, ob das bei Diablo. Hast du bestimmt bei Diablo 3 auch. Lava. Okay. Lava. Sehr harte Lava. Oh, guck mal, hier oben. Hübsch. Da ist er, mächtige Magma-Elementare. Hat nicht mal einen Namen. Weißt du, ist mächtig und so, hat aber nicht mal einen Namen. Tut mir schon ein bisschen leid. Soll ich dir einen Namen geben? Ich nenne dich
Warte, warte, warte. Ich muss mir einen Namen überlegen. Warte ganz kurz. Warte ganz kurz. Warte mal. Warte mal, ich nenne dich Muffin. Muffin, der mächtige Magma-Elementar. So, komm her, Muffin. Muffin. Muffin, nee. Muffin, das ist nicht schön. Muffin. Ja. So, guck mal, Muffin. Ich komm kuscheln. Guck mal, da kommen auch Freunde. Das ist ja super, dass du Freunde einlädst. Das ist voll lieb von dir, Muffin. Ich bring Licht mit. Licht! Jawohl. Dann kann er noch lesen. Irgendwie noch eine kleine Leseabend, ein kleines Leseabend machen. Lesen wir uns gegenseitig unsere Lieblingsgruselgeschichten vor. Ist ja nicht gut, Muffin? Licht. Oh. Malbos. Nieder. Aua. Nicht heulen. Okay, was? Schaffen um. Ja, das hast du davon, Muffin. Du Magma-Elementar. So, hier, einen unidentifizierten Gegenstand für einen taktischen Magier, hätte ich beinahe gesagt. Beschützt den Kämpfer. Ah, ich brenne. Wenn ich dann bestimmt wieder ein Mimiker, oder? Muffin hat's ja hier mit seinen Mimikern überall. Nein, es ist kein Mimiker. Ein wertvolle Dinge drinnen. Ah, ich brenne. Wo muss ich denn eigentlich lang? Muss ich da lang? Ist hier was? Ein Lavastrom. Frodo, wirf den Ring ins Feuer. Hätten sie mal mich mitgenommen. Wäre das alles nicht passiert. Wäre es nie so weit gekommen. Ich hätte den Ring. Wer bist du denn? Hey, Kalek. Es ist schön, dass Hilfe gekommen ist. Ich stecke hier schon eine Weile fest. Glücklicherweise habe ich immer eine doppelte Ration Nahrung dabei. Ihr müsst euch zu Historiker Thrimble und den anderen im Lager nahe der Brücke begeben. Teilt ihnen mit, dass der Golem unter der Kontrolle eines Feuerarkonen-Generals mit dem Namen Ignazar stand. Ich glaube, dass er eine Festung in den brennenden Ruinen hat. Ich werde weiter an der Karte des Höhlen- und des Lüftungssystems arbeiten. Dani denkt möglicherweise, dass ich tot bin. Aber er war schon immer ein Pessimist. Schön, wenn Leute überleben. Das ist super. Da werden sie sich bestimmt freuen. General Ignazar. Was wissen wir denn über den Herrn? General Ignazar ist ein Feuerarkon, der während des Dämmerungskrieges für die Primordialen gegen die Götter gekämpft hat und der trotz der Niederlage seiner Meister vor Äonen niemals mit dem Kämpfen aufgehört hat. Ignazar ist nicht willen, die von ihm so bezeichneten sinnlosen Kriege im elementaren Chaos zu bestreiten und führt stattdessen unzählige Armeen von Archonten nach Ferun, um im Namen seiner ursprünglichen Meister um es zu erobern. Die Tatsache, dass Gomorph diesen mächtigen General überzeugen konnte, sich seiner Sache anzuschließen, hat fürchterliche Konsequenzen. Wie konnte der verrückte Feuerriese wohl jemanden wie Ignazar in Bewegung versetzt haben? Wie auch immer, die Antwort lautet, so steht General Ignazar mit seinen Legionen auf Mount Hodonon nun jedem im Weg, der beabsichtigt, sich in Gomorphs Pläne einzumischen. Also uns. Uns steht er im Wege. Und wir wissen, wie es für Leute ausgeht, die uns im Wege stehen. Viele haben schon versucht, uns aufzuhalten und viele, viele sind daran gescheitert. Alle bisher? Außer Valin war. Am Anfang, auf der Brücke, des schlafenden Drachen. Die ist eher weniger gescheitert. Gut, sie hat es auch nicht selbst versucht, sie hat ja nur ihren komischen Riesen dagelassen. Und der ist gescheitert. Geh weg. Geh, verbrenne. Mit dem Licht der Freude. Mit der Freundschaft. Mit der Regenbogen-Einhörner. Muss ich nicht da runter? Okay. Gut, wir folgen der Brücke. Zwerge sind schon komische Architekten. Warum bauen die alles so groß? Die sind so clean. Kompensieren die was?
müssen die was kompensieren. Aha. Aha. Was hab ich noch gedacht? So, wo muss ich hin? Darüber. In dieses Lager. Hallo. Wir müssen Gomoth und seine Verbündeten aufhalten, oder all unsere Taten waren umsonst. Kalek ist also noch am Leben. Das habe ich mir fast schon gedacht. Es überrascht mich nicht, dass er trotz des Magma-Elementars immer noch in der Höhle arbeitet. Okay, das ist ein guter Angestellter denn scheinbar. Bevor wir gegen Gomoth und General Ignazar vorgehen können, müssen wir zuerst einem unserer Verbündeten helfen. Die Dryaden Hartley war unser geheimer Wachposten, in dem sie Feindbewegungen von ihrem Baum aus beobachtet hat. Einige Samen ihres Baumes wurden jedoch in die Ruinen geweht und die Setzlinge wachsen nun auf gefährlichem Boden. Bergt die Setzlinge und bringt sie entweder zu mir oder zu ihr. Zu ihr! Unsere Arbeit in diesen Ruinen kam durch General Ignazar und seine Armee von Feuerarchonten ins Stocken. Die Ruinen dienen als Schutzmauer für eine Festung, von der aus sie ihre Truppen auf jeden hetzen, der sich Gomoth und seinem Vorhaben, den uralten Meister freizulassen, entgegenstellt. Daher bitte ich euch, die Anzahl der Feuerarchonten in diesem Gebiet zu minimieren. Okay. Dann tun wir das. Wir bringen die Setzlinge natürlich zur Dryade selbst. Die wird schon am besten wissen, was damit zu tun ist. Diesen Setzling zum Beispiel. Komm, vorsichtig, vorsichtig. Na komm. Ja, ne? Kleiner Setzling. Da drüben war noch irgendwie einer. Wie kommen wir da... Ach, da ist eine Brücke. Hallo, Brücke. So, warte mal, hier ist noch irgendwie... Hier ist noch was. Da, ein Setzling. Komm, hier, kleiner Setzling. Ja, komm. Ja, brauchst keine Angst mehr. Ich bin ja da. Guck. Jetzt gehen wir noch über diese Brücke. 30 Feuerarchonten müssen wir besiegen. Na, da sind ja nicht so mehr... Oh, guck mal, da ist ja nicht mehr viel noch da. Tschüss! Tschüss! Wir sehen uns bald wieder! Vollidiot. Wir sind alle da drüben. Hey! Komm! Ey, da bist du ja wieder. Alles ja, na gut. Dann den Weg noch ein bisschen nach oben. Die Feuerarchonten werden wir wirklich unterwegs töten. Also das ist ja, glaube ich, keine Herausforderung, hier einfach 30 Gegner zu töten. Oh, der ist aber schon groß. Ob ich den in meinen Rucksack kriege? Der ist ja nun schon wirklich ordentlich gewachsen. Der Boden scheint sehr nährreich zu sein. Ich würde hier ja nicht wohnen wollen. Hallo. Und Licht. Da sind Feuereichhorn. Aber erstmal gibst du mir noch diesen Setzling. Und dann bringen wir ihn zurück zur Dryade. So viel Zeit muss sein. Ich traue dem Zwerg nicht. Ich traue keinen Zwergen. Zwerge sind böse und dumm und unnütz. Und überhaupt. Niemand braucht Zwerge. Ohne Zwerge wäre das hier alles nicht passiert. Die hätten nicht so tief gegraben. Und dann wäre das nicht passiert, dass hier irgendwie so ein komischer Gomoth und Gomorra aufgetaucht wäre. Ja, ja, das wäre alles anders gewesen. Ich möchte nicht brennen. Wir können tanzen. Wenn du möchtest, können wir tanzen. Oder Möhren zusammen essen. Aber brennen ist nicht so meins. Stehe ich nicht drauf. Mag ich nicht. Zählten die? Habe ich gar nicht drauf geachtet, ob die jetzt zählten. Ich glaube schon. Hartley! Wir haben ihre, eure Setzlinge. Eines Tages wird mein Baum... Ihr habt sie gefunden. Meine unersetzlichen kleinen Kinder, die vom Winde verweht und in Gefahr gebracht wurden. Ich dachte bereits, sie wären alle verloren. Seid euch gewiss, dass ich jedes Mal, wenn der Wind durch meine Blätter weht, dankeshalber euren Namen flüstern werde. Wir machen das doch gerne, wenn wir der Natur helfen können. Die Setzlinge in... Ein Setzling in der Asche.
Hartley war nicht mehr als ein Setzling, als Neverwinter durch den vernichtenden Ausbruch des Mount Hotenau zerstört und das umliegende Land zu Asche verbrannt wurde. Alles, was vom Wald des Hotenauer Hängen Hängen übrig blieb, waren die verbrannten schwarzen Überreste, die heutzutage als verkohlter Wald bezeichnet werden. Jeder Dryade in diesen Wäldern wurde an diesem Tag ausgelöscht, mit Ausnahme von Hartleaf, die auf wundersame Weise überlebt hat. In den Jahren nach der Verwüstung arbeitete Hartleaf unermüdlich an der erneuten Bewaldung der Hänge des Vulkans und führte einen harten Kampf gegen die Asche und den Rauch, mit denen Erde und Luft vergiftet waren. Mit Entschlossenheit und Hingabe überkam sie Verzweiflung, und Verlust so und Einsamkeit während dieser langen Jahrzehnte. Seit der Ankunft der Armeen von Feuerarchonten und Hillborn-Expeditionen änderte sich ihre Mission jedoch. Nun assistiert sie Hillborns Zwergen bei ihrer Erkundung des Vulkans so weit wie möglich und überwacht die Bewegung der Archonten in der Nähe des verkohlten Waldes. Mit ihrer Hilfe verhofft sie sich, dass eines Tages die Zahl der Zwerge zunehmen wird und diese Armee der lebendigen Flammen aus dem Wald vertreiben, den sie so gerne aufziehen möchte. Ja, das ist ein guter Plan. Wehe, die Zwerge nutzen das als Feuerholz. Alter, dann komme ich hin und hau jeden Zwerg zweimal. Und noch einmal für das Gedächtnis. Alter, persönlich komme ich darüber. Zu jedem Zwerg persönlich komme ich hin. Hau ihn davon, komm. Weg! Archijünger. Gott, noch 17 Archonten. Meine Güte. Wo sind denn noch welche? Da sind noch welche. Hallo. Ja, das sind so typische Quests, die man so kennt, ne? Töte 15 hiervon, töte 200 davon. Das kennt man ja. Das ist das übliche MMO-System von Quests. Schau von oben. Ja, hier wird nicht gebrannt. Zum Glück sind hier nicht so viele unterwegs, dass die ganze Zeit belagert wären. Hallo. Drei noch. Ihr seid keine drei, ihr seid nur zwei. Nee, hier wird kein unnötiger Eichhorn getötet. Da sind drei. Ja. Ist nicht. Leben auslöschen ist nicht. Wir werden nie ausgelöscht. Außer von mir. An euch. Das muss so, habe ich gehört. Darüber machen wir uns keine Gedanken. Hallo. Ausgezeichnet. Ich habe bereits den Schluss gezogen, dass ihr ein fähiger Kämpfer seid. Aber nun wissen es die Feuerarchonten ebenfalls. Hoffentlich verschafft uns das eine kurze Ruhepause. Dafür allein gebührt euch mein ergebenster Dank. Sehr gern. Oh, Level 60. Jawohl, Held hat Stufe 60 erreicht. Wir sind ein epischer Held. Die Geschehnisse von Hotenau. General Ignazars Archonten werden sich nach eurem Angriff neu gruppieren müssen. Und das ist eine Gelegenheit für uns, wichtige Informationen zu sammeln. Ich bin der Überzeugung, dass Gomoth eine Art Energiequelle unterhalb von Mount Hotenau sucht, über die ich allerdings nichts weiß. Die Schnitzarbeiten und Relikte in diesen Delsun-Ruinen könnten uns wichtige Hinweise liefern. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, nach derartigen Artefakten zu suchen. Okay. Ist zwar eher nicht so meins, muss ich sagen. Ich bin Paladin, ich werde nicht fürs Denken bezahlt. Aber wir haben Level 60. Jawohl, wir haben eine neue Fähigkeit. Unbarmherziger Rächer. Was macht das denn? Ihr stürmt zum Ziel, fügt diesem Schaden zu und stoßt alle anderen Gegner im Umkreis von 15 Fuß um das Ziel zurück. Ist jetzt nicht so meins. Ihr verhöhnt alle Ziele. Das wiederum ist ganz cool. Das könnte man gebrauchen. Aura der Tugend. Wenn Verbündete, die über weniger als 40% Trefferpunkte verfügen, sich in ihrem Umkreis befinden, generiert ihr 100% mehr Bedrohung. Aha.
Naja, gut. Kann man so nehmen. Dann haben wir noch Attributspunkte. 6 Stück, also 1 auf jedem. Da ist die Wahl. Was nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme annehmen. Dann haben wir noch einen neuen Talentpunkt. Licht. Oh mein Gott, schaut euch das an, was wir jetzt alles haben. Wir haben die schlimmste Kampagne von allen. Elemental Evil. Ihr habt vermutlich bemerkt, dass die große Statue von Lord Neverember, die früher den Hauptplatz der Protectors Enclave schmückte, nun durch einen großen Baum ersetzt wurde. Dies ist der Baum des elementaren Gleichgewichts. Der Erzdruidin Morningdawn zufolge ist es die einzige Verteidigung gegen die neue, wachsende Gefahr, die der Schwertküste droht. Lord Neverember nimmt diese Bedrohung sehr ernst und möchte, dass ihr die Erzdruidin so gut ihr könnt unterstützt. Ihr findet sie in der Nähe des Baumes auf dem Hauptplatz. Ja, nein, danke. Kein Interesse. Habe ich kein Interesse dran. Die ist doof. Elemental Evil ist echt... Oh. Also... Nee. Also machen wir natürlich schon. Keine Sorge. Müssen wir ja immer in seine Kampagne. Das heißt, sie bietet Siegen und auch einiges an... Das ist abgeschrieben? Ich glaube schon. Einiges auch an Items. Für Level 70 dann ist ja auch das, womit man eigentlich auf Level 70 sich dann hocharbeiten sollte, war ja ursprünglich auch damit eingeführt. Also... Früher, kurze Anekdote, früher als Neverwinter noch jung war, da waren es nur Level 60 als Cap. Ich kann nicht reden. Ich als alter Mann kann nicht reden. Da war Level 60 das Cap und irgendwann musste natürlich auch dort eine Erweiterung kommen. So wurde dann irgendwann Level 70 als neues Cap eingeführt und Elemental Evil als Kampagne, um von Level 60 auf Level 70 sich nach oben zu arbeiten. Das hieß, man konnte die ganzen Kampagnen, die man vorher schon mit Level 60 gemacht hatte, also Tyranny of the Dragon, Ring des Grauens, Charanda und sowas, das konnte man dann nicht mehr machen, wenn man erst wieder Level 70 werden musste, um dann erneut wieder dorthin zu können, weil man hatte das aber trotzdem schon geschafft. Aber das hat halt viele doch ein bisschen geärgert oder gestört zum einen. Außerdem war es dann auch noch so, dass die Quest einfach oder diese ganze Kampagnenreihe damals richtig scheiße war. Sie haben sie entsprechend überarbeitet, dass sie jetzt angenehmer ist. Du musstest damals im dritten Gebiet... Ich glaube, im dritten Gebiet musstest du 20 oder 30 tägliche Quests machen. Also von diesen Wiederholungsquests. Und das war einfach nur... Es war einfach nur stupides, dummes Rumrennen, weil es ja immer die gleichen Quests waren. Und das war halt einfach nicht schön. Man hatte keine... Man hat sich die Quests auch einfach nicht durchgelesen, weil du wusstest, ja, ich muss jetzt 100 davon machen. Nee, nicht 100, aber es waren irgendwie 20, 30 Quests. Vielleicht waren es sogar 40, ich weiß es nicht mehr. Es war schon unnatürlich und übertrieben viel. Ein zwergisches Bett, aha, im letzten Gebiet. Und die Gebiete selbst sind unterschiedlich, wie sie, also unterschiedlicher, wie sie nur sein könnten. Da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, für jeden was dabei zu haben. Und natürlich muss irgendwie auch eine Überleitung sein von Level 60 auf 70. Das ist doch völlig in Ordnung. Und deswegen ist das an sich keine Kritik an dem Modul. Und auch an der Tatsache, dass wir diese Erweiterung gemacht haben, ist es absolut keine Kritik. Denn das muss sein. Und ich bin der Meinung, dass es auch nicht mehr lange dauern kann, bis sie das Level Cap auf Level 80 erhöhen und uns dann wieder so etwas Ähnliches ansteht. Da wird auch wieder der ein oder andere sein, der rumjammert. Ach, da müssen wir einfach drüber stehen und das ignorieren. Nur die Art und Weise, wie sie es gemacht hatten, führte halt dazu, dass man einfach nicht... Man hatte keinen Bock auf die Kampagne, weil es halt einfach... nicht spannend war. Und es war auch keine Geschichte, die man verfolgt hat, weil es war einfach nur, ja, ich muss jetzt 20, 30, 40 Quests machen. Das heißt, ich klicke mich sowieso einfach nur durch. Und dann muss ich die immer wieder machen. Das heißt, man ist denn, das musste man in den vorherigen Gebieten ja auch schon, nur mit ein bisschen weniger. Man war also schon abgestumpft in der Hinsicht, dass man eh die Story nicht gelesen hat. Ich habe keine Ahnung, wie es in Elemental Evil, was eigentlich genau passiert. Außer den Anfang, den kenne ich, weil ich es einfach nicht mehr gelesen und mir angehört habe. Was schade ist, weil die ist bestimmt toll, die Story. Aber ich habe keine Ahnung, weil bei 40 Quests, du hörst dir die nicht alle an. Das ist sehr interessant. Es scheint, als ob wirklich eine große und böse Macht unter Mount Hotenow begraben liegt. Es wird eine Weile dauern, dies alles zu verstehen.
Aber dank euch habe ich wieder an etwas zu arbeiten. Jawohl. Eine Feuerschutzfestung. General Ignazar befehligt seine Armee von Feuerarchonten vom tiefsten Innern der Feuerschutzfestung aus. Von dort aus ist das gesamte Gebiet um Mount Hotenow leicht erreichbar. Um Gomoth aufzuhalten, müssen zuerst General Ignazar und die Feuerschutzfestung fallen. Jetzt gehen wir schon ihm entgegen. Krasse Katze. Ja, wir wussten ja schon, dass wir ihm gegenübertreten müssen. Es war also nur eine Frage der Zeit. Und er wird schon noch mitbekommen, dass er mit uns da seinen Untergang gewählt hat. Aber ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, die Folge zu beenden. Die Feuerschutzfestung machen wir einfach beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.